Dieser Ort fühlt sich jetzt anders an. Es wurde viel Blut in dieser Wüste vergossen. Und das bleibt auch so, solange es das Imperium gibt. Perfekt, den letzten Part zusammengefasst. Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rappi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich begrüße euch hier gerade inmitten dieser Wüste, weil ich auf dem Weg nach einem Kopfgeld bin, was hier ist. Ne? Ich habe mich hier teleportiert, bin hier hingegangen und jetzt gehen wir da ein kurz. Ne? Und ja, ich hätte mir vielleicht so ein Reittier holen sollen, aber ne. Wir fangen heute an mit einer kleinen Kopfgeldjagd. Wow, was war da gerade? Und guck mal, wie schwierig das wird. Ne? Ich komme jetzt hier noch von den letzten, was für ein Geräusch gerade. Ja, die letzte halbe Stunde habe ich noch gegen Vader gekämpft. Ne? Also ja, ich bin noch ein bisschen frustriert und auf 180, aber das dürfte eigentlich nur mein Vorteil sein. Ne? So, hier müsste jetzt gleich irgendwo so ein Roboter sein. Ne? Übrigens, ja, yeah, guck sich das mal an. Das ist überhaupt nicht. ja. Vorher war das blau. Ist das irgendwie so ein Anzeichen dafür, dass Cal irgendwie auf die dunkle Seite überwandelt? Weil er jetzt von Rache beseelt ist, hier Boot zu erledigen und so. Soll als Knochen sein und so am Boden oder so. Oder sind das Maschinen? Ich weiß es nicht. Metalle, keine Ahnung. So, gut. Ja, das jetzt sind wahrscheinlich die paar Prozent, die mir gefehlt haben. Da ist hier dieser Weg, den wir mit Boat abgefahren sind, als wir ihn verfolgt haben, ne? Nehme ich an. Ja, hier haben wir gegen den gekämpft, ne? Ich meine, das war so die paar Prozent, die mir noch gefehlt haben, von hier oder hier, ne? Gut, finde ich gut, haben wir auch das erkundet. Und ja, ich habe übrigens hier in der Basis nochmal mit dieser einen Kollegin hier, boah, das ist hier mit meinem Hals gerade los. Mit dieser einen Kollegin geredet, die bei der man hier diese Schriftrollen hier eintauschen musste, ne? Weil ich mich gewundert habe, ob die immer noch da ist, ne? Und ja, Kell hat auch irgendwie genau gleich reagiert, so, ihr seid noch da, ja, die Kollegin, ja, ne? Bei der man hier die ganzen Jedi-Schriftrollen ja eintauschen konnte, weil macht Sinn, ne? Weil wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel nicht eingetauscht hätte, bevor man diesen Punkt erreicht hätte, dann hätte man ja einige Sachen verpasst, ne? Von daher, ja, dafür ist sie wahrscheinlich da, ne? Oder sie hat so ein kleines Gespräch gehabt mit Cal, so, ja, ich werde alle Sachen noch beschützen, die noch übrig geblieben sind und so. Dann hat sie irgendwie so was gesagt von, die Zeit ist immer in Bewegung oder die Zeit steht nie still oder irgendwie so was. Was ich Kell irgendwie davor entschuldigt hat, so, oh, tut mir leid, dass alle gestorben sind. Aber sie hat das locker genommen. So, dann haben wir erklärt. Ich glaube, da ist der Boss. Und ich glaube, wir sind. Oh, da war eine Rakete. Ich glaube, wir haben relativ. Ich habe den einen noch gar nicht getriggert. Was war? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man gegen normale Gegner kämpft hier. Okay. Ich meine, ich habe Marin auf meiner Seite. Ich glaube nicht, dass wir hier verlieren. Marin, helf mir. Aua. Ganz ruhig. Du kannst nicht da wegfliegen, ne? Oh. Ja, schreibt jemand bei Discord noch an. Was ist das? Wenn du mir hilfst, Kollegin. Was ist das? Ja, irgendwie ein sehr komisches Bewegungsmuster. Ist ja voll einfach. Marin. Deswegen bringt das gar nichts. Ja, irgendwie ist ja voll einfach. Komm mal her. Machen wir den hier. Ach, ich steuere das Lichtschwert nicht.
Ja, tut mir leid, aber der war ein bisschen. Erledigt. Bringen wir ihn zu Catch. Das ist klar, wenn ihr das sagt. Ich war schon wieder in der TSD, als ich da vorhin gespawnt bin. War auch schon wieder ein ATST näher dem, ja, in dem Dingen, ne? Und ja, na komm, wie geht's dir da hinten? Ich genieße den Ausritt. Da muss ich erstmal irgendwie die Gegner wieder respawnen lassen, ja, damit ich überhaupt durchkommen. Alles klar. Gut, die Kopfgeldjagd war relativ chillig und ich meine, wir haben jetzt so den letzten Punkt, den wir hier in unser Dingens. Habe ich schon gesagt, dass ich Weisheit rausgenommen habe hier, diesen Erfahrungsboost von meinen Bonussen, weil ich ja sowieso nicht hier, Alter. Ich glaube, Kerl wechselt über zur dunklen Seite, weil hier ist alles rot. So, das müsste jetzt die letzte Fähigkeit sein, die ich gelernt habe, ne? Ja. Ich werde total schaffen, so weit im Kampf einsetzen zu können. Das sieht übrigens ziemlich cool aus. Sieht ehrlich gesagt ziemlich geil aus. Muss ich ein rotes Lichtschwert auspacken? Ist das, wenn mir das Spiel sagen will? So, habe ich das schon mal gezeigt? Ich glaube ja. Ne? So, also diese Fähigkeiten rock ich gerade. Ne? Stärkung, Lebensregeneration zu einem bestimmten Wert. Ne? Superanzeige beim Heilen, Wurfschaden, Blockanzeige, Schaden und Blockanzeige. So, Weisheit habe ich schon längst draußen, weil ich keine Erfahrungspunkte mehr brauche, ne? So, dann gehen wir zu Mantis. Wir gehen natürlich noch nicht sofort zum nächsten Ding hier, ne? Weil wir hingehen müssen, um Boot zu stellen. Wir gehen nämlich erstmal zurück nach Kobo. Und dann gucken wir mal, was ich da wieder was getan habe, Leute wieder neue Gespräche haben, ne? Und dann machen wir ja in letzter Zeit jetzt, ne? Jetzt haben wir mal dein Gesicht. Haben wir irgendwie so gelbe Augen, gibt's irgendwie so Anzeichen, so auf dunkle Seite. Das ist so wie Knights of the Old Republic, wo sich das Aussehen eines Charakters irgendwann ändert. Je weiter du in der dunklen Seite rangehst. Brechen wir auf. So, da müssen wir hin. Kann ich da die Weltkarte sehen? Okay, es gibt Sammelobjekte hier. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch ein Planet kommt, aber ja, okay, irgendwie doch schon. Kostan, ich muss sowieso nach Kobo zurück wegen der Kopfgeldjagd, ne? Ich will die Belohnung einkassieren. Oder der wenigstens Bescheid geben. Ah, immer weniger Leute hier. Ich meine, eigentlich ist nur Boot jetzt hier weniger, aber unser Freundeskreis wird immer kleiner. Aber ich habe nichts zu sagen. Schon alle Dialoge durchrotiert hier. Nur sind wir alle depressiv wegen was passiert ist in der letzten Folge, ne? Ja, finde ich auch. Wir sind da, wow. Bisschen mehr Stimmung hier reinbringen, Leute. Na, Jova sein hier. Ah. Ja, wenn die alle schlecht gelaunt sind, dann rede ich hier mit den Leuten in der Kantine. Im Salon meine ich. Holen wir ihn uns, Kerl. Für Sir und Cordova. Okay. Hast du neue Gespräche? Gegenstände gefunden. Achso, die Kopfgeldmarke. Ich verstehe nicht immer, was für ein so ein Ding ist. Neue Charaktere oder Gespräche. Na, schauen wir uns doch mal an, ne? Dieses blöde Rätsel mit dieser Tür zu lösen. Nicht richtig, ja.
Hey, yo, ich bin's. War jetzt noch nicht mal hier. Na, geht hier die Party ab wenigstens? Hey, Kel, wo ist dein Kumpel? Boat hat uns verlassen. Tut mir leid. Ich weiß, dass ihr euch nahe standet. Er ist nicht tot. Er hat uns an das Imperium verraten. Ha. Dann bist du wohl auf der Jagd. Ja, Entschuldigung. Zu, was du tun musst. Aber vergiss nicht, dass Rache weitere Rache hervorbringt. Ja, ich habe so ein Gefühl. Ich... Daran werde ich denken. Ja, ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen. Ey. Das ist alles rot, weil... Kerl! Hey, Törgel. Nicht die übliche fröhliche Begrüßung, die ich gewohnt bin, aber in dein privaten Leben wandelt über zur dunklen Seite. Im Gegensatz zu dieser Plaudertasche, Herr. Danke. Falls du mal reden willst, Kerl, ich bin für dich da. Kann ich mich jetzt hier hinsitzen? Komm später wieder, ja? Habt ihr nicht irgendwie was geplant gehabt oder so? Beteile ich mich darin. Hey, wo ist dein blaster strotzender Kumpel? Ich hab mir gedacht, er hätte vielleicht Interesse daran, ein paar schnelle Kredits zu machen. Boot ist nicht hier. Gut, ich kann warten. Er kommt nicht zurück. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ich hab eine Menge Jobs für dich. Vergiss die Haxion-Köter nicht, die dir auf den Fersen sind. Dann gib mir doch einen. Die beste Auswahl im ganzen System. Garantiert. Ich hab voll viel was für dich zu tun. Lass mich dir all die Sachen zeigen. Wir haben eine Kreuzung erreicht. Es wird Nacht. Aber wird die Sonne wieder aufgehen? Normalerweise schon. Ja, ja. Lachen ist Licht. Wir müssen es verbreiten. Vor allem in so dunklen Zeiten. Ich habe zurzeit keinen Grund zu lachen, Tomakt. Oh, verzweifle nicht, Umherziehender. Noch dreht sich die Galaxis. Hm. Und die Dämmerung wird deine Nacht vertreiben. Okay. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Gespräch. Hey Monk. Du erwähnt jetzt wieder diesen einen Typen, dessen Name nicht erwähnt werden sollte. Du bist schon unten im Keller, seit du zurückgekommen bist. Ist er in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben ein paar Freunde verloren, die uns viel bedeutet haben. Tut mir leid, das zu hören. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Alter. Ja. Ich habe den Boss noch nie so still gesehen. Als müsstet ihr beide irgendeine Rechnung begleichen. Oh ja, die Rechnung müssen wir begleichen. Jemand muss zahlen. Und zwar ganz hart. Ist die Tür immer noch zu? Ja. So, ich habe das schon mal bei Google eingegeben. Ich habe keine Lust mehr. Wenn ich am Ende des Spiels, der Weg ist halt auch gemeint, irgendwie die konnte man schon viel früher öffnen. Also ich weiß nicht, was ich machen muss. Also komm. Ja, da, if you check, auto open the door and pile on saloon. You must speak to Morin on 7 separate occasions. Hab ich doch recht gehabt. Ich muss mit dem Typen hier reden. Hey Morin. Hallo Cal. Alles okay? Ist das so offensichtlich? Zu deiner Verteidigung. Du bist gut darin, es zu verbergen. Aber für meine Art von Geschäften ist es notwendig, dass du den seelischen Zustand eines Geschäftspartners erkennst. Mit ihm hier muss man reden, 7 Mal. Dadurch platzt. Wir sind zwar keine Geschäftspartner, dazu fehlt dir die Qualifikation. Tut mir leid. Ich habe nicht richtig. Ich wollte sagen, dass wir reden können, wenn du mich brauchst. Ja, ich brauche diese Tür da unten zu öffnen. Gerne. Ich meinte, ich bin hier, um zu reden. So im Allgemeinen. Du bist und bleibst der alte Morin. Mach die Tür da unten auf, Kollege. Ja, jetzt sind wir noch nicht offen. Na, dann gehen wir mal zu ihm. Die Sache jetzt, ich weiß nicht, wann sich diese ganzen Gespräche aktualisieren. Muss ich da irgendwie den Planeten wechseln oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Was los, Grease? Sag Bescheid, wenn du Boat hinterher willst. Noch ist es nicht vorbei. Gibt's was, was du mir sagen möchtest? Später. Jetzt ist nicht die Zeit für Worte. Die Mantis wird bereit sein, wenn du es bist. Okay, also der Grund, warum du hier bist, ist jetzt... Schauen wir uns mal... Zieh das Lichtschwert an. Wie es jetzt aussieht, ne? Schrottplatz? Nein, das ist aber auch neu. Ich finde schon, man könnte sich irgendwie das gesamte Set... Sag's mir, wer hat hier noch ausstehende Rechnungen?
Tyrell schuldet uns ein kleines Vermögen, aber ausstehend würde ich nicht dazu sagen. Soll das ein Witz sein? Warum hat sie hier Teile für diesen Seitendingen hier? Hat sie doch gar nicht. Ja, auch nicht schlecht. Wie gesagt. Ja, mein Schwert ist so ein bisschen hat von Rebern hier angelehnt. Deswegen. Das hat Nächste, was ich irgendwie so dran machen kann. Das Recht ist. Aber wahrscheinlich sollten wir das klären. Das hier ist ein lilanes, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, da ist ein lilanes Schwert, ne? Und der andere soll sein rotes Schwert sein. Das ist das Nächste, was ich machen kann, so um das Aussehen irgendwie so nachzuempfinden, mit Ausnahme der Farbe natürlich, weil ich will ein weißes Lichtschwert haben, das sieht cool aus. Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt gerade nachgeguckt, ne? Und da steht, ich soll 7-mal mit dem Typen reden. Steht da auch irgendwo, wie man die Dinger hier resetten kann. Man hier dort. Knowing that you can't just repeatedly talk with one to make it good. The discussion needs to be on different occasion. You can however prompt a new occasion by going to another region outside the saloon and then coming back again. Oh, okay. Außerhalb des Saloons? Also ist das schon genug? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ne? Und da stehe ich, soll 7-mal mit ihm reden. Ne? Hey, was geht, Leute? Geht mir aus dem Weg. Ich bin gerade in meiner edgy Emo-Phase, aber er wollte euch nicht mit mir anlegen. Ey. Wer weiß, zu was ich in der Lage bin. Und ja, also Kopfgeldjagen kann ich natürlich wieder nicht machen, ne? Außer dass es jetzt auch resettet, ich weiß es nicht. Mal schauen. Guck mal. Ja, konnte ja noch irgendwie sowas sein, wie muss mit den Leuten hier reden oder irgendwie sowas. Anders konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Gorokos, die kämpfen bis zum so, jetzt ging wieder. Vor allem, wenn sie verwirrt. Also ich muss einfach nur in den Salon verlassen und hier reingehen und ich tue die ganzen neuen Gespräche freischalten. Ich habe das mal bei einem Familienausflug auf die harte Tour gelernt. Ich habe zum ersten Mal die Gruppe angeführt. Dann verfolgte ich einen Kivaroa bis zu seinem Nest. Er hatte Vieh gerissen, also mussten wir ihn erlegen. Die Annäherung lief perfekt. Ich fand sieht so merkwürdig aus, wie sie nur im Mund bewegt. Meine Familie sah zu. Und ich dachte mir, ich könnte etwas Ausgefalleneres probieren. Ich verlor meine Konzentration. Eines seiner Beine schoss herunter und hätte mir fast das Rückgrat zertrümmert. Mama stieß ihn gerade noch rechtzeitig zur Seite und machte ihm sofort den Gar aus. Das war knapp. Ja, wenn du etwas in die Ecke treibst, wird es alles tun, um zu überleben. Selbst wenn du die Oberhand hast, unterschätze nie deine Beute. Man sieht sich. Hab ich dir schon von meinem neuesten Plan erzählt? Ich glaube nicht. Ich dachte mir, ich kann bin wieder gut gelaunt, jetzt könnt ihr alle mit mir reden. Versucht, einen Sturmtruppler nutzlosen Schrott zu verkaufen. Ich dachte, wie clever sind die schon? Sehr clever, wie sich gezeigt hat. Sie sind ein bisschen kurzsichtig. Und dann habe ich in ein Wasserloch geworfen. Du bringst dich also immer noch in Schwierigkeiten, Tadel? Nicht wirklich. Ich habe im Wasserloch einen funkelnden Stein gefunden, den der Sturmtruppler garantiert kaufen wird. Hallo. Geb dich nicht mit dem Imperium ab. Glaub mir. Man sieht sich. Ich will nicht wissen, was ich gerade durchgemacht habe. Hab gehört, du hättest ein altes Jedi-Relikt eliminiert. Nope. Den Anführer der Raiders. Wie hoch war das Kopfgeld? Kein Kopfgeld. Kein Kopfgeld? Du hast dein Leben umsonst riskiert? Nein, ich hab's nur aus Spaß gemacht. Nicht. Kredit sind nicht alles. Außerdem kriege ich hier im Pylons bestimmt freie Kost und Logis. Ist dein Leben so wenig wert, Kerl? Hätte dich nicht für einen Spieler gehalten. Aber gib mir neue Kopfgeldaufträge. Mademoiselle. Du bist beunruhigt. Es geht mir immer wieder durch den Kopf. Ich habe Freunde verloren. Wäre ich es anders angegangen? Mit Doma muss ich wahrscheinlich auch noch reden, ne? Nein.
Als mein Planet vom Imperium eingenommen wurde, führte ich meine Familie in einen verlassenen Bunker. Er bot Unterschlupf, hatte Vorräte. Eine gute Idee. Aber nicht lange. Er wurde beschossen. Ich verlor zwei Brüder. Das ist schrecklich. Aber du machst dir keine Vorwürfe, dass du sie hingeführt hast, oder? Ein ziemlich beschissener Bunker dann, wenn man drauf schießt und die Leute sterben. Bunker ist dafür da, genau das zu verhindern, ne, dass einem nichts passiert. Ironisch, das Einzige, was es beschützen konnte, was es nicht beschützen konnte, war es sich selbst. Du bist auf der falschen Seite des Gesetzes gelandet. Nach meinem Studium habe ich als Steuerbeamter für die Republik Betrugsfälle untersucht. Dann warst du Steuereintreiber? Bis jetzt klingt das völlig seriös. So seriös, dass es todlangweilig war. Aber so lernte ich einen steten Strom von Leuten kennen, die verzweifelt nach einem Weg suchten, um zu bekommen, was ihnen zusteht. Sozusagen. Und du hast ihnen geholfen. Für einen Preis. Ja, aber meine Gebühr... Der Typ ist kein Schiss, oder? So wie... Wie du meinst, Fraun, ne? Du hast ja den seine Rasse, oder? Ne, Schiss. Es spricht sich wohl rum. Es sieht ziemlich gut aus. Anzusehen, dass dieser Laden zunehmend läuft, hat irgendwie fast was Historisches. Was wäre, wenn es hier in ein paar Jahrhunderten eine Stadt gäbe? Sogar Aldera war früher nur eine Holzfällerkolonie. Doma sollte wirklich in Stadtplanung investieren. Stimmt. Ja, finde ich auch. Dass er eine Straße nach seinem Fuß benannt hat. Wir reden nachher. Wie hat's dir gefallen, auf Coruscant zu spielen? Zu Beginn? Ich habe sie geliebt. Die Unterstadt ist ein Schmelztiegel verschiedenster Konflikte. Ein sehr lebendiger Ort, verstehst du? Nach einigen Monaten mit kleinen Auftritten sollte ich in den großen Clubs spielen. Schon nach kurzer Zeit habe ich sie gehasst. Nicht deine Szene? Es war kein Dialog, verstehst du? Diese Leute wollten nur sagen können, sie hätten den nächsten großen Star gesehen. Klingt, als warst du auf dem Weg nach... Wer ist das? Nun, meine Agenten waren ehrgeizig. Sie schlossen einen Deal für mich ab, der mich auf alle Plakatwände überall im Kern gebracht hätte. Aber ich habe abgelehnt. Das erfordert Mut. Der Kampf gegen die Raiders auch. Aber du musst eben tun, was du tun musst, richtig? Dieser Ort fühlt sich lebendig an. Aber ich weiß einfach, dass da draußen noch andere Melodien sind. Monk. Das ist ein Dschungel da draußen, ne? Was braucht es, um ein guter... Ich hoffe, ob jemand diese Anspielung kennt. Oh, das Übliche. Die Fähigkeit zum Multitasking, ein gutes Gedächtnis, Redegewandtheit und natürlich muss man auch wissen, wie man Drinks mixt. Je besser die Drinks, desto zufriedener die Gäste und das heißt natürlich, desto gesprächiger werden sie. Und je mehr sie reden, desto mehr erfahre ich darüber, wie sie ticken. Klingt ein bisschen... manipulativ? Möglich. Aber ich höre ja nur, was sie freiwillig von sich geben. Mit Hilfe von Alkohol. So, hat Grease unten auch noch was zu sagen? Ist die Tür offen? Nein. gucken wir mal. Hast du jetzt auch was anderes zu sagen? Grease. Die ganze Zeit dachte ich, wir wären eine Familie, die ein Zuhause sucht. Aber jetzt frage ich mich, wenn du kein Zuhause hast, kannst du dann eine echte Familie sein? Die Mantis war immer unser Zuhause, Grease. Ja, mag sein. Aber das ist nicht dasselbe. Ich wünschte, ich könnte etwas Aufmunterndes sagen, aber das kann ich nicht. Unmöglich. Nicht jetzt. Ich brauche eines Tages. Grease-Zeit. Eines Tages später, vielleicht. Na gut, also muss ich einfach nur hier rausgehen. Keine Ahnung. Ja, und ich bin da reingegangen in die Höhle und dann kamen neue Dialoge. Also gucken wir mal. Oh Leute, gehen wir nicht auf Nerven. So. Ich wollte nur einen Spaziergang machen. Ja. Er hätte mich ja nicht hier kurz vorbeilaufen lassen können. Ne, muss ja unbedingt schon wieder hier
ob ich losgehe. Oh nein, der Spieler, wir müssen ihn töten. Ja, seht ihr, was hier schon wieder passieren, ne? Mein Gott, war da ein riesiger Gockel. Okay, ja, ist ein ziemlich langweiliger Part jetzt, aber muss ja auch mal gemacht werden, ja, ne? Die ganzen Klamotten. Ich will diesen letzte Truhe oder was auch immer dahinter ist, noch holen. Ich gucke auch mal, wenn ich hier abschließen kann. Ja, ist immer so ein kleiner Ladebildschirm. Gallenschlunde wie der, den du erlegt hast, bedeuten Ärger. Sie machen aus einem Zimmer eine Terrasse. Von wem redet die eigentlich? Ich meine, die ganze, die sagt immer irgendwie so. Ja, gut. Mit dem ich vor Jahren mal zu tun hatte. Die redet immer von irgendwie so, hey, gute Arbeit, dass du dieses eine Ding kaputt gemacht hast. Diese Kreatur hatte zusätzlich noch Tentakel. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber das Ding war fies. Zalak. Sie machte es mir alles andere als leicht, bis mir etwas einfiel, das meine Mama immer gesagt hatte. Wenn deine Waffe bei einer Bestie nichts ausrichtet, ziel zwischen den Augen. Benutze die Bestie als Waffe. Also ließ ich meinen Speer fallen, packte einen der Tentakel und wirkte das Biest damit, bis es vorbei war. Clever. Das machen deine Gegner doch auch, oder? Hat nicht letztens auch schon gesagt? Oh, ja, clever. Später, BD. Nö, ich schleude meine Gegner am liebsten von der Klippe. So, er hat schon mal nichts zu sagen. Komm später wieder, ja? Man sieht sich. Ich bin auch schon immer später. Wir reden später, Kerl. Oh, er hat auch nichts mehr zu sagen. Oh, ich habe schon einige Dialoge ja erschöpft anscheinend. Da du dich jetzt als richtiger Jäger bewiesen hast, könntest du dich auch so benehmen. Wie gesagt, ich strebe keine Karriere als Kopfgeldjäger an. Aha, ein ganz neuer Spruch. Erster Tipp, vergrößere dein Arsenal. Hab meine Blaster selbst aufgemotzt, für den Nahkampf. Zweiter Tipp, du solltest bei deinem Auftritt immer gut aussehen. Dann reden die Leute. Dadurch kriegst du mehr Jobs. Ja, die Leute reden schon über mich, ne? Weil ich so gut aussehe, nicht wahr? Jobs ohne Ende. Danke, aber ich verzichte. Wie du meinst. Mehr so abweisend. Bei mir aus, wenn du den kürzeren gezogen hast. Ich habe keinen kurzen. Das Imperium. Große Angst vor allem, was es nicht kontrollieren kann. Kultur ist unser Schild. Aber für sie ist sie eine. Oh, geht ab. Okay, geht auch ab. Das ist der Grund, warum das Imperium die Wookies auf Kashyyyk so unterdrückt. So viele Traditionen ausgelöscht. Ach, das hat die Zerka Corporation schon vor 3000 Jahren gemacht. In Knights of the Old Republic wurden die Wookies auch unterdrückt. Muss man die auch retten. Ein intelligentes Imperium würde eroberte Kulturen eingliedern und gegen seine Feinde einsetzen. Aber dieses ist steif, starrsinnig. Und rassistisch. Kommt, laut Palpatine, ne? Palpatine ist rassistisch, ne? Der will keine Aliens in seinen Reihen haben. Außer ihr sind super gut, so wie Grand Admiral Thrawn. Oh, boah, Vorsicht, ey. Schützt ja das ganze Ding hier ins Gesicht, wenn das so weitergeht. Was ist mit deiner Schmuggelunternehmung passiert? Das galaktische Mach mal die Tür auf. Nicht lange nach dem Ende der Klonkriege zerschlug das Imperium meine Frachtoperationen. Sie haben alles ruiniert. Viele meiner Partner flohen in die relative Sicherheit bei den Hutten. Auf Nimmerwiedersehen. Die meisten von ihnen waren sowieso Schlangen. Aber bei einigen von ihnen... Ich habe Leute verloren, bei denen ich es nicht erwartet hatte. Das tut mir leid. Kenn ich. Das ist hart. Nein, mir tut es leid. Weißt du, was ich aufmuntern könnte? Eine Tür aufzuknacken. Auch recht. Kerl, ich wollte dich... Ja, guter Anfang. Nun, ich war ein wenig schroff. Mach die Tür auf. Letztes Mal über das Ende meiner Frachtoperation sprach. Mach die Tür auf. Keine Sorge, ich habe schon Schlimmeres gehört. Ich habe wirklich alles verloren, weißt du? Und jeder. Bis auf das, was du hinter dieser Tür versteckt hast, oder? Geführt, zusammen mit dem bisschen an Waren, die am Ende noch übrig waren. Waren, die ich dir überlasse, nicht wahr? Ich meine Sachen im Hinterzimmer lagern. Ja, das hier, das Hinterzimmer, das ich jetzt für dich aufmache. Ja. Hat ohnehin niemand Kredit übrig. Danke. Egal. Vielen Dank. Ciao. Meins. Mach das auf. Kevin's bei. Neue Musik-Track freischalten. Da muss ich gleich schon wieder was. Du weißt einfach, wo du suchen musst. Dreo.
Ein alter Freund von Moran? Muss ich gleich schwer die Musik abstellen. Ja, passt doch mal mit euren Tassen auf, ey. So, ich mach das jetzt schon mal aus. Stumm schalten. Ne. Ja, vielen Dank. Kerl, ich muss trotzdem noch mal mit dem reden. Nun, ich war ein wenig schroff, als wir letztes Mal über das Ende meiner Frachtoperation sprachen. Keine Sorge. So, aber wir haben jetzt... Nein, dafür fehlt immer noch was. Ich habe wirklich alles verloren, weißt du? Fehlt denn hier noch? Und jeden. Aha. Nach Kobo geführt. Wahrscheinlich einige Kopfgeldjagden oder so, ne? Waren, die am Ende noch übrig waren. Ich kann ja nicht die Karte noch... Meine Sachen im Hinterzimmer lagern. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir etwas davon. Hier hat ohnehin niemand Kredit übrig. Egal. Ich sollte dich nicht mit meinen Problemen belästigen. Danke, Moran. Nein, aber mit deinen Waren. Ich habe deine Sachen im Hinterzimmer gesehen. Ich muss mich für die geschmacklosen Objekte entschuldigen. Einiges davon gehörte Dreo, meinem alten Partner. Er hatte einen furchtbaren Geschmack. Auch ein Gesetzloser? Nicht, als wir uns kennenlernten. Er betrieb einen völlig legalen Hafen auf Rodia. Ich durfte seine Docks für meine Lieferungen benutzen. Da einmal Planet der Rodianer. Dass jemand Fragen stellt. Die Greedos kamen trotzdem ins Gespräch. Klingt nach einem guten Kerl. Ja, er war ein aufrechter Typ. Wahrscheinlich hat es deshalb mit uns beiden nicht geklappt. Wir sehen uns, Kerl. Okay, cool. So. Ich hätte aber gerne so ein paar Kopfgeldaufträge noch, ne? Also. Ja, vielleicht will Greed auch noch reden. Greed. Wir waren zu hart zu unserem alten Kumpel. Oh, fängt ihr denn jetzt auf einmal an zu reden? Es sind ja irgendwie 5 Leute auf einmal 12 verschiedene Konversationen ab. Ach, manchmal höre ich sie immer noch. Grace! Was Greed? Jedes Mal, wenn du den Graf-Ball spielen willst, nehmen sie ihn dir ab. Ich bereue so viel, Junge. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, ich kann nur hoffen, dass sie irgendwo da draußen ist und mir vergibt. Das tut sie bestimmt. Mach dir keinen Kopf, Grease. Wir müssen weiter. Ah, das gilt für uns beide, Kleiner. Bis später. Okay, ciao. So, ich glaube, wenn ich einfach nur hier rausgehe, weil das ist ja immer so ein Ladebildschirm, wenn ich irgendwie so mal. Kommst du zurecht, Grease? Ja. Ich bin einfach nur wütend. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, geht mir auch so. Haben die echt erwartet, dass man irgendwie... Lass uns später reden, ja? Da man irgendwie so viel, so oft immer aus den Salon, den Salon irgendwie besucht und dann immer wieder mit den Leuten redet. Das ist ein bisschen viel verlangt, finde ich. Vom Spieler. Gong, 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 gong. Gong, gong. Das ist eine ziemlich langweilige Episode wahrscheinlich. Hey, Kerl. Schön, dich zu sehen. Oh, du sitzt. Du bist also komplett raus aus dem Spiel, seitdem das Imperium übernommen hat? Mehr oder weniger. Aber ich bin mit Pauken und Trompeten untergegangen. Als die Firma den Bach runterging, wollte ich es unbedingt noch herumreißen. Aber Dreo, mein Partner, er wollte, dass wir uns gemeinsam aus dem Staub machen. Was ist passiert? Er hat sich aus dem Staub gemacht. Mann, was hast du? Ich bin in meiner unendlichen Weisheit geblieben, um zu retten, was ich konnte. Ich war zu gierig. Heute wünschte ich mir nie dieses Tattoo gesehen auf seinen rechten Arm. Gegangen. Stattdessen habe ich sozusagen die Aussicht auf dem Weg nach ganz unten genießen dürfen. Und Jahre später. Sein Lichtschwert-Tattoo. Bringt uns das in diese Kantine voller Trottel. Wenigstens bist du letztlich davongekommen. Ah, du bist kein Trottel. Ich kann dir einen Rat geben, Kerl. Klar. Es geht nicht nur darum, davonzukommen. Sondern darum, das auch zu schaffen, bevor du alles verloren hast. Kontaktverluste. Ja, wir kriegen noch ein paar Dateneinträge. Wie ist deine Akademie? Oh, sie ist erstaunlich. Jedes Gebäude wird teilweise von Repulsoren in der Luft gehalten. Das ganze Areal sieht aus, als würde es über dem Boden schweben. Richtig magisch. Klingt nach einem Ort, den man nicht so leicht verlässt. Stimmt. Aber die Dinge änderten sich. Früher sah man von oben nichts als die Natur. Jetzt ist der Boden mit Ferrobeton bedeckt. Alles Teil einer imperialen Kontrollzone.
Coruscant erwies sich also als kreatives Interesse, ich will dir reden. Was? Genau. Das Leben ist zu groß, um es an etwas zu verschwenden, das nicht funktioniert. Verstehst du? Ja, verstehe. Wann bist du gegangen? Mhm. Hab mein Label zurückgelassen, mein Penthouse, den versprochenen Ruhm, alles. Wo bist du hingegangen? Hab meinen Agenten eine Nachricht hinterlassen und den nächsten Transporter nach Kuat genommen. Eine Industriewelt. Wie deine Heimat, richtig? Ja, neu und vertraut gleichzeitig. Es muss da draußen noch ein paar Melodien geben, die du mir bringen kannst. Ein andermal, okay? Okay. Du bist also eine Wahrsagerin? Eigentlich nicht. Ja, wie viel Lore haben die denn alle noch? Die Prospektoren mich hin und wieder bitten, die Zukunft des Planeten vorherzusagen. Du sollst ihnen sagen, wo sie graben sollen, oder? Genau. Aber meine Gabe ist nicht präzise genug, um ihnen exakt. Wäre wahrscheinlich irgendwie besser gewesen, wenn irgendwie. Was ich das so nebenbei so irgendwie gemacht hätte, ne? Aber. Es liegt an ihnen, meine Visionen zu interpretieren, wie sie es wollen. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Gespräch. Aber wir haben uns gerade geteilt. Sog Tormo hat noch nie ein Kopfgeld verdoppelt. Du hast ihm ganz schön zugesetzt. Daran ist er selbst schuld. Du hast gesagt, dass du früher für Sog gearbeitet hast. Ja, das war eine wilde Zeit. Wir haben viele Kredits zusammen gemacht. Und noch mehr Feinde. Klingt nicht nach einer dauerhaften Beziehung. Aber ich bin noch nicht am Spinnen, ne? Credits wurden doch früher mal mit C ausgesprochen, ne? Statt Kredits, ne? Ja, bin ich mir halt nur ein. Aber ich bin kein leichtes Ziel, Kerl. Das solltest du mittlerweile wissen. Wieso eigentlich? Niemand. So, was hast du schon wieder zu erzählen? Ich wette, der Mogu, den du ausgeschaltet hast, hat ziemlich gestunken. Ja, aber worüber auch immer du gerade redest. Ziemlich heftig sogar. Setze auf der Jagd deine Nase ein. Das hat meine Mama immer gesagt. Unsere Farm wurde mal von einem wilden Kanifan terrorisiert und bedroht. Er zerstörte unsere Scheune. Zweimal. Das ist doch cool, wir tun jetzt mal das gleiche Gespräch mit ihr führen. Die sind praktisch nicht zu finden. Wie hast du es dann gemacht? Wir stellten unsere Vaporatoren so ein, dass sie die Luft befeuchteten. Wegen der Feuchtigkeit werden Gerüche deutlich beißender. Schon bald hatten wir die Fährte aufgenommen. Smart. Nicht wahr? Clever. Wir haben alle fünf Sinne, Kerl. Clever Girl. Kerl, schön, dass du da bist. Es gibt Gerüchte über einen riesigen Piazza, der auf einem Tierfriedhof auf der anderen Seite des Tals nisten soll. Ich dachte, das willst du dir vielleicht ansehen. No. Völlig richtig. Schau mal einer an. Klingt schon wie ein Einheimischer. Oh, bevor ich's vergesse. Drüben bei den Felsnadeln sollen zwei Neueinkömmlinge sein. Schau doch mal nach denen. Ich habe sie bereits gefunden. Sie werden im Pylons einen Holotaktik-Tisch eröffnen. Das klingt interessant. Ein Piazza dieser Größe sollte man nicht unterschätzen. Okay. Danke, Mosi. Okay. Bis später, BD. Hast mir aber keine Mission oder so gegeben, ne? Vielleicht später. Monk. 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 Dann gehe ich eben an der Theke. Geht nicht. Ich glaube, Monk hat nichts mehr zu sagen. Oder du versperrst mir gerade die Theke. Wir reden später, Kumpel. So, hat sie mir gerade irgendwie so einen Tipp gegeben für ein Monster. Ich habe doch schon alle legendären Gegner. Hat mich ein bisschen verwirrt. Also ja, da wird eine ruhige Folge, ne? Also, ich vergesse ja, da oben sind ja auch noch Leute, ne? Mit denen auch noch reden. Mal gucken, mal reicht das? Ja, ne? Ja, da gucken, vielleicht finde ich ja noch mehr Sachen heraus, ne? Ja, gedacht, vielleicht gibt ihr mir irgendwie so ein Gerücht, aber nö. Was hält dich eigentlich auf Kobo? Ich meine, neben den Expeditionen natürlich. Ich bin zwar schon eine Weile hier, aber Kobo ist immer noch wildes Land. Der Outer Rim ist ein Grenzgebiet. Vieles davon ist komplett unerforscht. Also die einzigartige Flora und Fauna? Zum Teil. Aber ein anderer wichtiger Grund ist, dass du dich fernab von allem selbst neu erfinden kannst. Ich könnte eine Gesetzlose sein, die einen Neustart wagt. Und du hättest keine Ahnung. Bist du gesetzlos? Du weißt es nicht. Und das ist das Schöne daran.
Hat dir schon jemand von dem Mogu in der Nähe der Raiders-Basis erzählt? Nein, bin von alleine auf ihn gestoßen. Hab's geschafft, ihn zu erlegen. Hey. Du machst keine halben Sachen, was? Wird sie auch irgendwann über den Rancor irgendwie so reden? Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. Ich hab schon 3 von denen oder so erledigt. So, gib mir mal eine neue Mission. Mehr als die Hälfte der Besten der Brut haben wir erledigt, Kerl. Ich glaube, du bist bereit, dir eine Spezialtechnik auszusuchen. Ja? Was zum Beispiel? Nimm meine Stiefel. Sie sind dank Repulsorlifts unvergleichlich schnell und wendig. Und sie sehen verdammt gut aus. Ich bleib bei dem, was ich kenne. Dein jetziges Können. Mein Stirnband. Schau dir doch mal an. Sie sind schneller, stärker und fieser als alle, denen du bisher begegnet bist. Oh Mann. Hast du wirklich Visionen? Mein Gott, wie viele Dialoge habt ihr denn alle noch? Ich beobachte die Welt um mich herum. Und die Stimme in meinem Kopf spricht. Okay. Jeder in diesem Außenposten hat eine einzigartige Energie. Nimm zum Beispiel Doma. Stark wie ein Felsblock. Wenn wir auch noch mal reden. Über die Kantina schwappen, schlagen sie gegen unseren Felsblock und ebben ab. Sie sorgt dafür, dass sich alle sicherer fühlen. Ja. Sie hat mich einmal gefragt, was passieren würde, wenn sie Kobo verlässt. Ich habe ihr gesagt, was jeder mit offenen Augen sehen kann. Der Außenposten würde zerfallen. Du siehst es auch. Ich muss jetzt alleine sein. Dann warst du also auf Kurt. Mein Gott. Die Werften da klingen bestimmt interessant. Also ich kenne an die ganzen... an die ganzen Dinger ja erinnern kann, ne? Aber wirklich los ging es erst, als ich Didi traf. Du hast ihn in der Werft gefunden? Genau. Ich hing in dieser Überwachungsstation ab und hörte den Werften zu. Auf einigen Aufnahmen entdeckte ich Didi beim Musikmachen. Er hat schon Musik gemacht, als ihr euch traft? Ja, verdammt. Der kleine Druide ist ein Naturtalent. Anders kann ich es nicht sagen. Er brauchte nur die... Ich meine, hör dir nur die Musik an, die er gerade abspielt. Langsam ist diese Songliste richtig voll. Ja. Hey Thor, du hast erwähnt, dass sich an der Akademie vor deiner Abreise einiges geändert hat. Es begann, als das Imperium anfing, Kredite in unsere Projekte zu stecken. Ein unbegrenztes Budget für unsere Forschung. Toll, oder? Aber es gab Bedingungen. Ja, wir standen unter ständigem Druck imperialer Zensoren und mussten uns an ihre Propaganda anpassen. Die Dämonen in meiner Stimme reden schon wieder. Wurde gegen Marionetten ausgetauscht, deren Arbeit keiner echt. Wenn jetzt hier Musik abspielen würde, ne, würde das viel mehr passen, ne? Sie groovt einfach nur zur Musik. Ich verstehe das ja. Die Zensoren müssen an ihre eigene Karriere denken. Ist schon gut, Thor. Du musst kein korruptes System verteidigen. Nein, muss ich nicht. Wir reden nachher. Vermisst du die glorreichen Zeiten, Kerl? Oh mein Gott. Durcheinander. Das klingt nach alt. Und oben sind auch noch Leute, ne, mit denen ich reden muss. Also, ich hatte durchaus glorreiche Jahre. Ich habe dir sicher noch nicht von dem Vorfall auf Moni Linst erzählt. Nee, davon gehört. Stimmt, hast du nicht. Ich habe persönlich eine Lieferung beaufsichtigt. Nennen wir es einfach ein sensibles Luxusprodukt. Leider Geld. Wurden wir von einem Zollschiff angehalten. Der Hehler hatte unsere Transponder-Codes nicht aktualisiert und unser Schiff war zur Fahndung ausgeschrieben. Ehe wir uns versahen, wurden wir geentert. 3 Zolloffiziere wedelten mit ihren Blastern vor meiner Nase herum. Was sollte ich tun? Ich habe auf die Tränendrüse gedrückt. Oh, auf die Blaster beißen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich beschwere mich über alles, von gescheiterten Ehen bis Rückenschmerzen. Hätte sogar fast geklappt. Hast du Rückenschmerzen? Aber ein hartnäckiger Offizier brach einen Frachtcontainer auf. Einen voll mit einem, weniger als legalem Pulver. Das Spiel war gelaufen. Kerl, Kerl, Kerl. Ich bin doch ein Profi. Ich sagte, das sei die Asche von 1000 rituell verbrannten Kriegshelden von Sereno. Und bei den Sternen, sie haben es geglaubt. Die Offiziere haben es tatsächlich geglaubt. Und deshalb, Kerl, bin ich hier, anstatt in einem Arbeitslager auf Moni Linz zu verrotten. Wo das Imperium bescheuert ist.
Ich verstehe. Gut, mein Gott, ich will jetzt hier noch mal mit Grease reden und noch hier einen Schnitt, weil ich habe keinen Bock jetzt. Nicht nächstes Mal setze ich mich noch mal ein paar Minuten hin. Oh, mit der habe ich nichts mehr zu bereden. Okay. Na gut, beim nächsten Mal. Also nicht beim nächsten Mal. Ich tue noch ein paar 15 Minuten ja aufnehmen, aber jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ja, ich sehe euch dann gleich, wenn ich noch mehr aufgenommen habe. Also bis gleich. So, weiter mit einigen Unterhaltungen. Ich habe ein, zwei Wochen, glaube ich, Pause gemacht seit der letzten Aufnahme oder seit dem letzten Clip, den ihr gesehen habt. Und ja, gezeigt, wie man jagt, Mausi. Und ja, wir sind immer noch nicht fertig mit den Leuten hier anzureden, ne? Stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung. Also machen wir natürlich. Ich war, glaube ich, vor 45 Minuten. Dann habe ich irgendwie eine Woche oder so Pause gemacht. Sein, um hervorzustechen. Das klingt heftig. Ja, das ist ein bisschen komisch gerade. Mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler. Ja, wir schon den ganzen Part hier reden, dann können wir auch hier nicht. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Können wir auch direkt alles hier machen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Hast du schon gehört, dass sich in der Baggerschlucht ein Gorokko herumtreibt? Hab ihn selbst gesehen. Hab mich drum gekümmert. Übles Viech. Erinnert du mich kommst an diese Nacht Kreatur, irgendwie viel zu spät, my lady. Schnell, weiß ich weiß nicht, warum ich sie my lady genannt nicht aufzuhalten. Hört sich gefährlich an. Ja, hat in mir ein Feuer entfacht. Bin besser meine Grenzen gegangen. Feuer des ewigen Hasses. Und das dürfte bei dir genauso gewesen sein. Man sieht sich. Ja, irgendwie. Ich weiß noch nicht mal, was wir reden. Beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. So, langsam sind wir aber, glaube ich, so ein bisschen fertig mit den ganzen Unterhaltungen, ne? Gäste bei guter Laune halten, Kerl. Ich glaube, ne? Man sieht sich. Wir reden später. Okay, Person, die so ähnlich klingt wie der Rock, aber nicht der Rock ist. Es gibt immer was zu tun. Ich glaube, wir sind so gut wie fertig mit den Unterhaltungen, ne? Ich glaube, ich finde ja keine mehr. Ich kann ja nicht an die Theke stehen. Der Twi'lek hatte, glaube ich, noch ein paar. Ich habe dir nie erzählt, wie ich aus Sorgs Griff entkommen. Ja, ich habe noch einen. Habe ich ganz vergessen. Ich habe einen Kopfgeld ja angeblich angenommen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Wir kennen uns langsam ein wenig, Kerl. Ich hatte keine Lust mehr auf Sorgs. Also war ich freiberuflich tätig. Okay. Sorg hat davon erfahren und mich. Ich muss mal irgendwie mein Aufnahmegerät hier ein- und ausstöpseln. Natürlich. Ich habe irgendwie so komische Soundaussetzer hin und wieder mal. Zweimal nur so eine Millisekunde, aber trotzdem. Von oben kommen seine Leute. Sorg denkt, er hat mich, bis ich anfange zu singen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie hatte ich das gerettet? Jeder hat eine Schwäche. Und die von Sorg ist eine Besessenheit. Er hat sich vor langer Zeit in jemanden verliebt. Warum erzählen mir eigentlich alle Leute hier von ihren Kriegsgeschichten? Dieser Angler, sie. Und ich merke auch gerade, wir haben noch ein oberes Stockwerk, da muss ich auch noch mit den Leuten reden. Boah. Würde er diese süße Stimme nie mehr hören? Wird er niemals fertig? Ist das nicht herzzerreißend? Die Liebe lässt dich verrückte Dinge tun, wie zum Beispiel jemanden verschonen, bei dem du es wirklich nicht tun solltest. Haha. Hey, warum verlangst du nie was für unsere Gespräche? Alle anderen müssen für deine Weisheit bezahlen. Könnte man Weisheit mit Kredit erlangen, hätten sie alle. Jede Weissagung hat ihren Preis. Aber ein Gespräch unter Freunden ist unbezahlt. Wir sind Freunde? Deshalb stelle ich dir nichts in Rechnung, Umherziehender. Danke, Tulak. Umherziehender. Lupf. Genieß die Beats, Kerl. Oh mein Gott, du stehst mal. Kerl, ich habe in letzter Zeit viele Sturmtruppen im Tal gesehen. Ich fürchte, das Imperium übernimmt die Kontrolle über Kobo. Sagst du jetzt erst? Hast du wohl recht. Noch vor kurzem hätte ich gesagt, dass die Republik auf ihre Weise genauso viele Fehler hatte wie das Imperium. Aber das Imperium ist nicht die Republik. Und es ist nicht einfach nur lästig. War mal die Republik. Das sind Tyrannen und Mörder. Ich habe langsam das Gefühl, wir haben die Klonkriege gar nicht gewonnen. Pass einfach auf dich auf, Thor. Du auch. Wir reden nachher. Der Anblick dieser Kampfdroiden erweckt Erinnerungen, nicht wahr? Ein bisschen vielleicht. Ich werde noch zwei Stunden stehen und wir mit den Leuten reden. Ich habe noch nie jemanden zuvor sowas sagen hören, Moran. Ah, sicher doch. Eine separatistische Sezession von steuerpflichtigen Anhängern eines freien Marktes beginnt.
Genau in dem Augenblick, als ich dabei war, eine profitable außergesetzliche Frachtoperation aufzubauen. Das passte zusammen wie Wein und Flachkuchen. Nun, freut mich, dass es dir gefallen hat. Verzeihung, das war unsensibel. Du hast wahrscheinlich als Kindersoldat in den Klonkriegen gekämpft, oder? Nein, eigentlich nicht. Tja, nun ist das alles vorbei. So oder so. Wir sehen uns, Kerl. Ja, ich glaube, Grease hatte schon nichts mehr, ne? Mir ist übrigens aufgefallen, eine Sache fehlt mir auf dem Planeten. Vorhin habe ich das markiert. Und da sollte ich mir auch mal auf die Suche machen, ne? Ja, auch noch haben. Ich glaube, das müsste das letzte Ding haben. Ich glaube, das müsste. Okay, mit Grease war fertig. Alles klar. Ich weiß, draußen stehen auch noch einige Leute, aber meine Güte. Ja, wahrscheinlich nur noch mit den Leuten reden. Der einzige Grund, warum ich jetzt hier noch mit den Leuten rede, ist, weil ich jetzt schon 45 Minuten habe mit Gesprächen. Und jetzt gehen wir auch direkt hier durch. Können wir weiter alles durchziehen, ne? Ich glaube, wir sind auch so gut wie am Ende mit den meisten Charakteren, ne? Das Gespräch mit dieser Baserin klingt schon wie so ein Abschiedsgespräch irgendwie. Törgel hat schon nichts mehr zu sagen. Der auf dem Berg lauert? Lass mich raten, das ist ein Monster. Jetzt lauert er nicht mehr. Erstaunlich. Seine Haut war nahezu undurchdringlich. Ich habe eine Lücke gefunden. Tja, sonst wärst du wohl kaum hier, stimmt? Erwartet, das Spiel hat man irgendwie nach jeder Aktion, die man da drauf macht, direkt hier hinkommt und den Leuten davon erzählt. So, ey, yo, ich habe gerade das gemacht. Ne, das war geil, was? Später wieder, ja? Man sieht sich. Na, die beiden haben nichts mehr zu sagen. Was ist mit dir? Ich kann gar nicht mit dir reden, alles klar. Also nehme ich mal, du hast auch nichts mehr. Ich muss jetzt alleine sein. So, sie hat auch nichts mehr, wow. Dann aber wenigstens hier alles schon gleich abgeschlossen. Wir reden später, Kerl, okay? Sie hat auch nichts mehr. Kerl, ich wollte dich etwas fragen. Jetzt, da das Imperium überall ist, hat Ramblers Reach noch eine Chance? Das erinnert mich an etwas, was mir ein Freund mal gesagt hat. Einer der weisesten Männer, die ich kannte. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich glaube, da ist was dran. Wir müssen einfach auf eine neue Hoffnung warten. Was verbessern kann, wird vermutlich alles noch schlimmer. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich zulassen werde, wie das Imperium die Geschichte von Kobo vernichtet. Dann schätze ich, es gibt. Hat das Soka nicht irgendwie ruiniert, dass irgendwie die neue Hoffnung irgendwie Sinn macht? Wir reden Luke nachher. Ist nicht mehr die neue Hoffnung, weil das Soka auch noch zu der Zeit irgendwie lebt oder so. So, er ist auch völlig cool. Ich glaube, Ahsoka lebt zur Zeit von Luke Skywalker. Ich habe mal irgendwie so einen Clip auf YouTube gesehen. Das bedeutet, Luke ist nicht mehr die letzte Hoffnung. Oder die neue Hoffnung, ne? Das ist ein bisschen komisch. So, was wird hier? Will jemand reden? Nein, Gott sei Dank. Oh mein Gott, du bist ja hier. Boah! Ich habe leider schlechte Neuigkeiten, Kerl. Also habe ich selber genug, ha. Es wird warten müssen. Gut, ich will dich nicht aufhalten. Okay. Viel Glück, womit auch immer. Danke, ich habe ein Problem, interessiert mich nicht, geh weg. Ah, guck. Eine richtige Fischkolonie. Meinst du, da ist noch Platz für mehr? Ei, aber auch wenn es mir Tränen in die Augen treibt, ich fürchte, unser Tank ist bald voll. Noch ein paar mehr und der alte Scuba kann sich die Schuhe nicht mehr waschen, ohne einen Fisch zu Ohrfeigen. Ich sehe dich da draußen in der weiten Welt, Junge. Nein, tust du nicht. Weiter. Nein, tust du nicht, aber ich kann auch nicht weiter mit ihm reden. Boah. Hast du noch was zu sagen? Ja, jeder hat hier noch 20 Sachen. Der Plan hat sich geändert. Wirklich? Irgendetwas ist passiert, oder? Das kann ich an eurer Stimme hören. Oh, Kerl. Was es auch ist, es tut mir schrecklich leid. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und keine Sekunde früher. Ich weiß es zu schätzen, Sie. Natürlich. Passen Sie auf sich auf. Oh, man. Wir verschwenden Zeit. Gehen wir zurück zur Mantis und jagen wir Boat. Wir treffen uns auf der Mantis, wenn du bereit. Sie hat nichts mehr zu sagen. Was mit euch beiden? What? Ne, das ist der Tank, ne? Oh, ich scheiß. 2 von 12, cool. Ah, Kel, wir besprechen gerade, was wir als nächstes renovieren. Aber es gibt hier noch viel zu tun, wegen der Raiders, weißt du? Ja, natürlich. Weißt du? Aber wir finden doch sicher etwas Inspirierenderes als eine. Bloß nicht, weißt du. Ich bin sicher, ihr findet etwas. Cool Story. Später.
Wir plaudern später. Seht ihr, für so ein paar kleine Datenbanksachen ist das doch immer was, ne? Da weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier rein und raus gehe, zählt das auch als den Dings zu verlassen. Ich mach mal den, ja, aber hier sind wir schon fertig, ne? Oh, hallo. Ja, Gott sei Dank. So, würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein, zwei Runden hier durch. Dann haben wir, glaube ich, schon alle Gespräche erledigt, ne? Dann versuche ich noch hier so dran zu schneiden. Irgendwie, mir fehlt irgendwie so ein Datenbank-Ding auf der Karte, habe ich gesehen. Und das ist kein sehr großes Gebiet, da kann man ja mal versuchen, hier onscreen zu suchen. Das ist irgendwie so am Ende hier, diese komische Schlucht, die hier zu dieser imperialen Basis da führt. Grüße! Oh mein Gott, wir sind fertig mit ihr. Hallo! Komm später wieder, ja? Brauchst du nicht alle klatschen? So, mit dem war jetzt aber fertig. Kerl, schön, dich zu sehen. Du willst nicht mehr reden, du willst nicht mehr reden, ne? Ich muss jetzt alleine sein. Was mit dir? Doch, du bist immer noch. Ich habe gerade die aktuellen Unterlagen der Akademie durchgesehen. In den letzten Monaten haben die Direktoren wieder ein Dutzend meiner Kollegen... Ich weiß gar nicht, wer die Hälfte der Leute hier sind, wo ich die alle getroffen habe oder so. Das Imperium wollte sie wohl auch loswerden. Wie kann so etwas geschehen? Keine Ahnung. Coruscant, weil das relevanter ist. Ich habe auf Coruscant Informationen über das Imperium gefunden. Jahrelange Kämpfe. Und das Imperium vernichtet einfach weitere Welten. Aber davon hört man nichts. Information ist eine Waffe. Weißt du was? Ich werde versuchen, mit den anderen, die wissen, wo Kontakt aufzunehmen. Vielleicht... Wenn die diese Informationen verbreiten, um Furcht und Schrecken einzujagen, meinen Leuten. Das ist eine gute Idee. Du bist wahrscheinlich nicht so allein, wie du glaubst. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand im Universum gibt, der sagt, das Imperium sind voll die coolen Leute. Du bist auch nicht so allein, wie du denkst. What? Oh, okay, sorry. Ein andermal. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand da draußen im Universum gibt, der glaubt, das Imperium macht irgendwie voll die coolen Sachen, außer die natürlich Angst davor haben, ne? So. Machen diese Imperialen dich auch so nervös wie mich? Ja. Das tun sie. Ich bin sowas nicht gewohnt, Kumpel. Klar, die Reach. Nenn mich nicht Kumpel, Alter. Aber das fühlt sich irgendwie schlimmer an. Nenn mich nicht Alter, Bruder. Halte durch. Halte durch, Har. Noch haben sie Cowboy nicht erobert. Ja, du hast recht. Du hast aber dein Gesicht. Parteijäger über unseren Köpfen, um unseren Willen zu brechen. Kerl, ich weiß es zu würdigen, dass du für die Reach einstehst. Wir könnten mehr wie dich. Ja, warum tun die nicht einfach einen Luftangriff machen? Die haben doch die ganzen Sternzerstörer und so, ne? Ja, hey, würde ich machen. Wir einfach einen Sternzerstörer rüberfliegen lassen und dann einfach bombardieren. Ein Tank voll mit besten Fischern. Yay. Eine auserzählte Geschichte und einem unschuldigen Jungen wurden die Augen für die weite Galaxis geöffnet. Aha. So ungefähr. Was hast du jetzt vor? Ah, das habe ich mich auch schon gefragt. Während ich mein berüchtigtes Leben nacherzählt habe, bin ich... nun ja... Ach, irgendwas nagt an mir, Junge. Ich hege die Vermutung, dass... vielleicht, nur vielleicht, Vanjet Vett gar nicht tot ist. Und dann kriege ich eine Kopfhörer, ja, ne? Und meinen eigenen Frieden brauche ich Gewissheit. Vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr... Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Ein letztes Mal verfolgen. Ich verstehe. Hey, falls du jemals was brauchst. Ich weiß, mein Junge. Ich weiß. Das Ende? Oh nein. Fragezeichen? Das ist definitiv nicht das Ende. Ich würde ein anderes Wort. Also auch wenn hier noch Gespräche übrig sind. Wir machen erstmal ein bisschen weiter beim nächsten Mal. Ich werde jetzt nicht zwei Parts hintereinander machen, wo wir irgendwie eine Stunde lang irgendwie mit Leuten reden. Ich bleibe fürs Erste hier. Oh mein Gott. Unsere Fähigkeiten ergänzen sich prächtig, was? Wie bescheiden sie doch ist. Wir sind ein perfektes Paar, Liebling. Auf Coruscant haben andere meine Entwürfe gebaut. Es hat Spaß gemacht, die Ärmel hochzukrempeln und selbst zu arbeiten. Was kommt als Nächstes? Als Nächstes? Na klar. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Sig. Noch lange nicht. Kerl, genau rechtzeitig. Was geht hier vor?
Sig meint, wir sollten Kobo verlassen. Was geht hier vor? Ich bin nicht sicher. Du hattest recht. Ich kann mich auf den Laufenden. Mir ist es nicht mehr sicher. Was ist, wenn das Imperium angreift? Ich will mein Leben nicht nach der Willkür unseres launischen Imperiums richten. Was meinst du, Cal? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ihr bleiben oder gehen solltet. Aber wenn ihr zusammenhaltet, wird es euch gut gehen. Ja, das glaube ich auch. Okay. Wir geben Bescheid, falls wir beschließen. Gut, das waren jetzt. Da war jetzt eine Stunde lang. Müsste jetzt eigentlich eine Stunde lang Gespräche gewesen sein. Haben wir die auch hinter uns? Ne? Ich weiß, hat natürlich die Leute brennend interessiert, hier die ganzen Gespräche zu hören. Ne? Wir haben einige Songs, ja, aber da ist noch Platz für mehr. Aber muss ja auch mal durchgekaut werden, ne? Das ist das erste Mal hier auf diesem Kanal, ne? Gut, was ich noch gucken wollte, und zwar kann ich die Karte hier nicht aufrufen. Zwar wollte ich ja gucken. Ich wollte mal ganz kurz hier zu dem Ort hingehen, und zwar da fehlt mir noch ein Datenbank-Ding, ne? Und das ist irgendwie nur dieses Gebiet, deswegen ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird. Gipfelkamm, wie heißt der Teleportpunkt? Da kann ich nicht lesen. Auch Gipfelkamm, ne? Wer, das heißt nicht Gipfelkamm. Speicherpunkt, ich weiß. Ich weiß, da im Salon ist auch einer, aber ich gehe mal hier den. Finde ich immer ganz sicher. Im Salon muss ich mal erstmal gucken, wie komme ich da nochmal rein und so, ne? Und wir haben irgendwie so 99,6 oder irgendwie sowas, ne? Deswegen hoffe ich, dass der letzte Teil hier sein wird, was wir haben, ne? Was wir brauchen. Da muss ich mal gucken, wo hier die Dings ist, die Kopfgeldjagd, weil irgendwie ist bei mir keiner markiert und irgendwie habe ich nirgendwo ein Quest-Dingen. Na, hier ist das. Da ist noch dieser schmaler Pfad. Irgendwo da soll ein Datending sein. Das suchen wir jetzt mal kurz on screen. Wird aber hoffentlich nicht so lange dauern, ne? Machen wir das? Okay, cool. Bisschen Überlänge dieser Part, aber was soll man machen, ne? So, Datenbank. Ich muss mal kurz gucken. So. Ich meine, ich glaube nicht, dass es hier sein wird, aber gucken wir trotzdem mal, ne? So, BD, du musst mal hier aufschlagen, sobald du was hörst, ne? Sobald du was siehst. Muss ich mal drauf aufpassen. Schon, weil ich hier die ganze Zeit immer so rumspringe und so, ne? Da hat BD keine Zeit, irgendwie so zu sagen, so, ey! Aber ja. Hoffentlich wird da letzte Dingen sein, ne? What? Kamera. Bleib ganz ruhig. Das gehört auch noch zu dem. So, hier schon mal nichts, ne? Da unten ist schon wieder ein anderes Gebiet, ne? Ja. Na gut, hier ist nichts. Ja, ich renne die ganze Zeit so durch die Gegend, ne? Weil irgendwie, glaube ich, das ist bestimmt so ein Speedrunner-Move, ne? Oh, guck mal die Kamera hier. Und die Kamera beim ersten Mal auch hier so? Ja, ne? So, er wird bestimmt da oben irgendwo sein, ne? Dieses Gebiet, wo man irgendwie hinspringen muss oder so, ne? Oder hier der Aufzug so, ne? Irgendwo hier. Oh, hier. Boah. Oh, sorry. Was für eine Aussicht. Und ich meine Hand direkt in der reinstecken. Okay. Ne, fehlt immer noch was. Verdammt. So, ich weiß aber nicht wo, ne? Das habe ich jetzt hier auch letztens nur gefunden, ne? Ich bin jetzt hier überall schon mit der Karte, warum habe ich hier noch was markiert gehabt? Man hat die beiden Bosse, die ich mal erledigt habe, ich weiß es nicht. Guck ich mal nach auf Screen irgendwann hier. Aber ja, ich finde, das war schon wieder genug. Beim nächsten Mal. Ich habe irgendwo eine Kopfgeldjagd noch. Ich weiß nicht, wo die ist. Auf Kobo ist sie auf jeden Fall nicht. Ich muss mich mal auf den anderen Karten hier nach umschauen. Und dann sehe ich euch dann wahrscheinlich beim nächsten Mal bei der Kopfgeldjagd, ne? Halt. Ne, ich dachte, da wäre 32 von 33. Und ja, ich muss mal kurz herausfinden, was hier noch fehlt, ne? Ich weiß nämlich nicht, was hier noch fehlt.
Aber ich werde schon irgendwann finden, ne? Ich würde sagen, unten irgendwo ist das, ne? Oh, ist das vielleicht, das ist wahrscheinlich dieses eine, ne, da war ich da auch schon, oder? Das hier, dieses eine Rätsel hier. Mit diesen komischen Säulen oder so, habe ich das schon erledigt gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Hier, wo so diese drei Dinger da waren, ne? Habe ich das erledigt? Ich weiß das gar nicht. Wo ich auch mal so ein Druiden-Upgrade bekommen habe. Ich wüsste, wo das ist, ne? Ich weiß es nicht. Hier ist noch was. Ne, das ist die Mantis. Das ist Pylon Salon. Keine Ahnung. Ich muss das hier mal. Ich muss mir mal in Ruhe hier alles angucken, ne? Gut. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn ich was finde, was wert ist, irgendwie nachzuschauen, dann sage ich Bescheid und zeige euch das beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, erstmal, das war's. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.